Ein Stück Sportgeschichte ist in der Nacht zu Samstag durch einen Großbrand in Thalitta zerstört worden. Die ehemalige Teamlounge des DFB, die 2008 als Veranstaltungsraum einen neuen Nutzen in Nordhessen gefunden hatte, brannte aus noch ungeklärter Ursache vollständig nieder. Mehrere Feuerwehren rückten umgehend zu dem Pavillon aus, der auf einem Firmengrundstück an der Bundesstraße 252 stand. Wir haben ja 60 Feuerwehrkameraden aus 6 Feuerwehren. Wir haben die Feuerwehren aus Thalitta, Dorfitta, Obernburg, Marienhagen, Herzhausen, Vöhl und zusätzliche Drehleiter aus Korbach. Dem Brand hatten die Einsatzkräfte nichts mehr zu entgegnen. Das Feuer erfasste innerhalb weniger Augenblicke den gesamten Pavillon, der noch während der Löscharbeiten teilweise einstürzte. Den freiwilligen Helfern gelang es aber, den direkt angrenzenden Wald vor einem Übergreifen des Feuers zu schützen. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht am Brandort die Ermittlungen zur Ursache auf. Angaben über die Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Weil die Korbacher Drehleiter die Löscharbeiten von der Bundesstraße aus unterstützte, blieb die Strecke zwischen Dorfitta und Thalitta mehrere Stunden vollgesperrt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Rettungsdienst, der zur Brandstellenabsicherung angerückt war, brauchte nicht einzugreifen. Der DFB hatte den Pavillon während der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich als Treffpunkt und Fernsehstudio genutzt. Ein Föhler Unternehmer kaufte später die Konstruktion und eröffnete sie im Jahr 2008 auf seinem Betriebsgelände als Objekt für Veranstaltungen.